Moin Leute, willkommen zu der nächsten Folge des Spielerkarrieremodus mit Saarbrücken. Und ja, nur noch 3 Spiele und es kann einfach noch echt alles passieren. Also es kann noch, glaube bis der Dritte, also bis zum Dritten kann jeder noch Meister werden. Und die darunter können dann eigentlich keine, also können auch noch Meister werden, aber dafür sollten wir jetzt verlieren, so wie Wiesbaden. Und ja, Leute, quatschen wir nicht lange und gehen ins Stadion. Da sind wir im Stadion angekommen. Jetzt gegen Magdeburg. Ja, wird auf jeden Fall kein leichter Gegner. Auch ein unangenehmer Gegner. Aber mal schauen, wie sich so die Partie ergibt. Und einfach nur hoffen, dass Wiesbaden verliert. So, beim Dresden gewinnt haben sie 61 Punkte. Ist mir eigentlich egal, aber der erste Schuss von uns, Behrens, hat ihn. Und schlägt ihn weit ab. Und ja, ich glaube mal, das werden jetzt erst die letzten 2 Spiele sein. Von dieser Spielerkarriere. Weil ich glaube, ich war es so, oder? Ich werde die Saison zu Ende spielen hier. Und dann mit der zweiten Liga beide komplett spielen und ja, mal schauen. Wie gesagt, ich habe das gerne in den Kommentaren, wie es wird. Und Bats mit der starken Parade. Es kann ja sein, dass ihr wollt, dass ich in der zweiten Liga mit der Brücken schon eher anfange als mit Lübeck, denn oder mit Lübeck auf in der zweiten Liga bleiben. Ja, also ein kleiner Spoiler zur Rande. Ich musste das Rostock-Spiel nochmal simulieren und Stuttgart. Also gegen Stuttgart habe ich 2-1 gewonnen. Und dafür habe ich Rostock verloren. Wobei eigentlich beide verloren haben, aber ja. Das werde ich aber nochmal in der nächsten Folge sagen. Jetzt erstmal hier aufpassen, weil Magdeburg kommt. Über den Ball. Ja. Ich mach ein Video, deswegen. Ja. So Leute, und da ist das Tor. Toll, Alter. Magdeburg führt. Brückner. Es fuckt mich ab. Immer wenn die Eltern reinkommen, immer. Es ist immer dasselbe. Naja, gehen wir mit der. Gehen wir wieder mal mit dem Rückstand. Wieder mal rein. Aber wie gesagt, Leute, schreibt es in den Kommentaren, wie es bei euch ist, wenn die Eltern reinkommen. Kriegt ihr auch immer so ein Gegentor. Oder wie? Also es ist immer so. Es ist ständig so, ey. Immer krieg ich Gegentor. Das packt mich richtig ab. Aber so ist halt FIFA. FIFA belohnt mich halt nicht. Ja, einfach in der Halbzeit drauf achten, wie es ist mit Wiesbaden. Die müssen einfach nur patzen, wie gegen Rostock. Also das ist einfach Pflicht für mich. Und da gibt es die nächste Ecke, glaube ich, für Magdeburg, weiß ich aber nicht, aber ist jetzt egal. Oh nee, Batz mit dem Fehler und die Grätsche ist bombenstark gewesen. Das kann vielleicht mal schnell. Böse. Ja, ist doch wieder zu lange, aber egal. Egal, weiter geht's. Flanke kommt. Ey. Bestimmt wissen sie schon in Wiesbaden. Ja! Saarbrücken liegt hinten, wir kennen. Mit der Führung. Reingehen in der Halbzeit, aber da ist der Ausgleich vor der Halbzeit wichtig, man. Chipnowski. Das ist sauber wichtig. Mit dem Ausgleich und also besser gesagt ein Unentschieden in die Halbzeit ist immer viel besser als mit dem Rückstand. Und um dann geht es noch um was. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei Magdeburg ist.
ich will hier Meister werden. Die Weg habe ich es ja nicht geschafft. Da bin ich Vizemeister geworden. Deswegen bis hier. Da ist das. Nicht das 2-1 für Magdeburg. Batz ist da. Auch noch eine Ecke vor der Halbzeit. Die wir hoffentlich klären können. Oder auch nicht. Batz guckt nur zu, Leute. Aber egal, wie den zweiten Interview. Starten wir rein. Bis jetzt wären wir wieder Tabellenzweiter. Aber die hinter Dresden, die patzen alle. Und bei Dresden steht es gegen Zwickau noch 0-0. Also, das ist sehr, sehr ärgerlich für die Mannschaften, die hinter Dresden sind. Also, einfach jetzt hoffen, ja, stark rausgesehen. Oh, egal, Ecke. Die nehme ich gerne mit. Ecke kommt gut. Aber. Einfach mal schießen. Und da ist das 2-1. Was? 2-1 Saarbrücken. Guras, Junge. Alter, du bist es wieder. Ich hatte ihn gar nicht so drin gesehen, Leute. Aber müssen wir nochmal der Wiederholung angucken. Guras trifft endlich wieder. Aber wie platziert war der bitte, ey? Behrens kommt nicht mehr ran. Und Guras. Schiebt ihn ein. Bam. 2-1. Geiler Typ auf jeden Fall, Leute. Kann ich nur empfehlen. Verpflichtet den euch. Der ist ein guter Stürmer. Der hat schon so viel für meine Mannschaft getan. Oder mit meinem Team, besser gesagt. Aber natürlich, es gehört eigentlich jedem, also alle Spieler dazu. So wie Batz. Oh. Und da ist das 3-1 nicht! Alter, so eine Dinger macht meine Oma blind rein, ey. Was ist das, Leute? Sonst machen wir jeden verfickten Ball rein. Ja, und Kovac wird ausgewechselt. Ich verstehe es nicht. So eine Bälle machen wir überhaupt nicht mehr rein. So in der Hinrunde haben wir so einen Ball immer getroffen. Und jetzt auf einmal. Egal, der will. Der will, ey, was machst du, Dicker? Jakob. Aber Magdeburg macht selber nicht besser. Ja, und wir ebenfalls wieder nicht, weil wir an dem vorbeiziehen wollten. Aber bis jetzt werden wir wieder Tabellenführer. Also würden wir so bleiben. Aber Magdeburg kommt wieder. Und das ist ein Pfeil von da. Hat er rausgeholt. Wollte er so machen. Und Uafero ist schon wieder rot. Uafero. Aber Batz halt ihn nicht. Frech in die Mitte von Kajula. Und Uafero darf wieder zu Hause bleiben. Game to Kutschi. Darf nicht mit nach München rein. Aber egal. Dafür beim letzten Heimspiel nochmal da sein, ist das Wichtigste. Aber das Ergebnis ist gerade nicht so toll. Aber Jakob, der wird abgeblockt, aber der Nachschuss von Böse fast. Hat fast geklappt. Oh ja, nein, den verlieren wir. So unnötig. Aber, come on. Weiter so, Jungs. Pusht euch nochmal. Letzten Minuten. Es wird zwar schwieriger, gerade für uns, mit 10 Leuten hier zu spielen, aber wir kriegen es hin. Ja, okay. Nein, warum läufst du, bleibst du denn im Absitz stehen, Jakob? Mann, Trainer, Junge. Du musst mal Jakob überhaupt nicht mehr in den Sturm spielen lassen. Oh Mann, ey. Jo, Digga, ich will einfach hinten nicht, oder was? Tatsache. Oh. Wenn sonst nichts ist. Ja, ihr macht es ja schon vorne da. Also Jakob zumindest.
egal, wir holen noch mal die Ecke raus. Bitte jetzt nicht gegen Magdeburg hier unentschieden spielen. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, oh, Digga, wir verlieren schon wieder den Ball. Oh. Wir holen 10, aber verlieren direkt wieder, wie immer. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Komm, 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 komm. Okay, Zeit geht immer. Ein Blumen rauf und das ist kein Foul. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, Leute, wir bleiben beim Unentschieden. Und wir sehen uns in der nächsten Partie wieder. So, Leute, da sind wir ebenfalls im Stadion angekommen. Türkücü gegen Saarbrücken. Wir müssen auf jeden Fall hoffen, dass Wiesbaden Unentschieden spielt. Weil die sind mit einem Punkt vor uns. Und es ist einfach noch alles drin, ey. Bis zum 6. ist auch alles drin, Leute. Das ist so heftig, Mann. Nee. Ja doch, bis zum 6. Also es kann noch 18-16 München aufsteigen. Aber es muss einfach nur Dresden so patzen. Das ist die letzte Hoffnung werden für die letzten anderen Leute. Mannschaften, besser gesagt. Also, hätte ich echt nicht erwartet, dass es Tatsache nur eng wird. Um den Relegationsplatz da zu sichern. Also sicher ist es noch nicht für Dresden, dass sie da weiterhin. Nur Guras wollte einfach nur nicht passen. Boah, da sehen wir es. Alter, es ist so eng, Mann. Also, ich sag mal so, wir können auch noch Relegationsplatz wählen. Also. So ist es jetzt nicht. Und wir gehen hier fast wieder mit dem Rückstand. In die Partie wieder. Alter, Türkücü. Was ist das, Leute? Was ist das? Türkücü führt einfach gegen uns. Ey, jetzt dürfen wir aber nicht reinkacken hier. Wenn jetzt. Nein. Ich darf mal jetzt nicht verlieren. Mann, das ist einfach. Ich weiß nicht, die letzte Chance. Und vielleicht doch noch Meister zu werden. Weil danach geht's gegen Unterhaching. Da muss eigentlich, ja, also es ist noch alles machbar. Also, wenn wir jetzt hier verlieren sollten, müssen wir hoffen, dass die Wiesbaden patzt. Und dann sieht es ganz anders aus wieder. Gehört zu den ganz großen, ja normal. Oh, okay. Ja, jetzt kommt der Pass durch. Und der Schuss ist. Und Vollert ist da. Aber wir machen direkt weiter Druck hier. Und wir verlieren den Ball. Schade. Wir machen direkt Druck. Gewinnen ihn einfach halt wieder. Ja. Und man könnte das ganze Spiel wieder verlieren. Direkt wieder. Und jetzt habe ich da oben aufgemacht. Nein. Das ist es. Das wollen sie auch nur. Ja. Barry. Nein. Was ist das hier? Türkücü macht hier. Digga, Türkücü! Geht doch mal weg jetzt hier von der Tor. Was ist das denn hier? Sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, perfekt, perfekt. Oh ja, stark. Oh ja, sehr, sehr stark. Und das ist sehr, sehr stark. Da ist der Ausgleich. Geht doch, Junge. Endlich treffen wir immer wieder. Meine Güte, gegen Magdeburg geht's nicht, aber gegen Türkücü. Danke, Mann. Es klappt doch. Nein, wieder dieser Fehlpass. Okay, das weg. Oh, was mache ich? Okay, alles gut. Alles noch mal gut gegangen. Ja. Freilaufen, Leute.
so Müll. Aber egal. Wenn wir hier wieder mit dem Unentschieden in die Halbzeit gehen, das wäre perfekt. Nein, 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 Türkücü kommt immer voller Zeit. Aber das sollte auch gewesen sein, Leute. Wir sind uns in der zweiten Halbzeit. So, Leute, komisch. Wiesbaden spielt nicht. Aber Dresden liegt dafür vorne. Und jetzt wird es immer klar. Die haben 62 Punkte jetzt, also. Und 2 Punkte hinter uns. Also, wenn wir jetzt hier unentschieden spielen sollten. Ah ja, nee, dann haben wir mit drei Punkten hinter uns. Also wenn wir jetzt verlieren sollten, dann sitzt es auf jeden Fall unkorrekt, ja. Aber er schießt ihn wenigstens rein. Aber wieder so ein schönes Tor machen wir in Magdeburg. Spiel am Fokus bin ich. Perfekt, Digga. Oh, weil der Pass durchgekommen wäre. Das wäre zu nice. Oh ja, Gross. Gross, Gross, Gross. Perfekt. Nein, wieder der Fußpass. Das ist so ärgerlich, Mann. Leute, ich kann mich eigentlich nur darüber ärgern, was wir hier schon wieder alles machen in der Liga. Einfach nur die ganzen Fehlpässe. Und dann ist eine schöne Lücke auf. Aber Batz ist da. Oh mein Gott, Batz rettet uns den Arsch. Zum Glück abseits. Es ist einfach das entscheidende Spiel am letzten Spieltag. Außer, ja. Ja doch, wenn sie jetzt gewinnen, Wiesbaden, dann auf jeden Fall. Der Meister steht hier noch nicht fest. Aber wenn wir jetzt hier unentschieden spielen sollten, dann ist es, glaube ich, dann steht auf jeden Fall fest. Den sind sie mit gute paar Punkte weg, also eigentlich muss hier ein Sieg her. Sonst können wir echt vergessen, außer sie spielen unentschieden nennen. Aber wir haben Guras. Wir haben Guras von dem Sturm. Also wenn Guras von dem Sturm ist und dann auf die Mitte macht und da ist das 2-1. Schiplowski! Geht doch. Gegen Magdeburg getroffen. Und jetzt getroffen. Richtig, Leute. 20 Minuten noch auf der Uhr. Einfach jetzt so halten. Das wäre es einfach. Ja, die Quetscher. Schade. Ah. Nein, nein. Hallo, warum ist er so frei da? Egal, ist Glück gehabt. War, glaube ich, auch nicht so viel Wucht hinterm Ball. Aber jetzt wieder die Linie schön entlang. Das ist nicht das 3-1. Schade. René Volland ist da und Tobias Jeniger. Ecke kommt. Ecke kommt sauber. Und der Zauber guckt nur. Leute, was war das bitte gerade für eine kuriose Aktion gewesen? Da sehen wir es nochmal. Da kommt die Ecke. Okay, oder auch nicht. Belastend. Doch, jetzt. Hä? Leute, FIFA. Ja, da seht ihr es. Der Torwart denkt, der geht nicht rein so. Also, der war echt knapp. Aber egal. Nächste Ecke für uns. Ecke kommt wieder gut. Das ist keine Hand. Das ist... Da ist der Kopf. Schade. Alter Schwede, ey. Was war das gerade bitte für eine Aktion, Mann? Einfach gegen Pfosten. Mann. Oh, Junigo. Egal. Oh, einfach nur aufpassen, Mann. Ja. Natürlich den Gegentreffer zu kassieren. Oh, oh, oh. 5 Minuten noch überleben. Ja, auf Schiblowski raus. Das kostet doch mal Zeit. Keiner greift mich an heute. Das müsste jetzt die Entscheidung sein. Oder auch nicht. René Volland ist da. Und jetzt noch mal das ganze Spiel. Auf der anderen Seite hoffentlich nicht. Oder. Das wird es. Das wird die. Nein.
Oh mein Gott, Leute. Wie viel Glück. Kein verlieren wir den Ball. Wir erobern ihn wieder. Und jetzt. Und jetzt zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Und da ist das 3-1, Leute. Das ist die Entscheidung, Leute. Wir gewinnen in Tokyo 3-1. Und das war in der Doppelpack, Leute. Das wird jetzt auch von der Partie gewesen sein. So sieht's aus, Leute. Und wir sehen uns im Menü wieder. Das sind wir im Menü. Da seht ihr es. Also, Digga, Maschala. Also jetzt ist es komplett vorbei. Und jawohl, 5. Tabellenführer, Leute. Nur weil Wiesbaden nur ein Spiel spielt. Das ist so wichtig, Alter. Entscheidendes Spiel ist es einfach. Einfach gewinnen. Dann haben wir den Meister, haben wir den Titel, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis